Einen der sicherlich großen Höhepunkte des Abends, der Berliner und damit Lokalmatador Michael Kur, die Nummer 2 der Weltrangliste in seiner Gewichtsklasse, gegen Troy Dorsey aus Dallas, die Nummer 1 der Weltrangliste in dieser Gewichtsklasse. Also quasi ein Titelfight. Und wie wir sehen, geht es gleich heftig zur Sache. Troy Dorsey ist ein Marschierer, er geht nach vorne mit allem, was er hat. Er ist ein harter Nehmer. Und er ist wirklich nahezu furchtlos. Ja, Troy Dorsey ist nicht nur Profi-Weltmeister, der ist auch zweimal Amateur-Weltmeister gewesen. Nicht nur im Vollkontakt, aber im Semikontakt. Außerdem ist er ein sehr guter Boxer. Und Michael Kur, der jetzt rot trägt, ist auch ein Spitzenboxer. Er boxt hier in Berlin. Ja, man kann gleich sehen, bei beiden im Augenblick noch die Fausttechniken dominierend, aber beide verfügen auch über hervorragende Fußtechniken und ich bin, wie viele hier, sehr, sehr gespannt auf diesen Fight. Ja, Dorsey macht auch sehr viele Werftechniken und wie du gesehen hast, der Kur hat eine Verteidigung dagegen. Ne? Ja. Nummer 1 gegen Nummer 2. Die amerikanischen Team, jetzt ist der Zahl jetzt 2-2, weil ein amerikanischer Kämpfer, Cliff Thomas, hat eine Verletzung bekommen und dadurch konnte er nicht kämpfen. Er sollte gegen Mario Dimitrov kämpfen, aus Deutschland. Der kommt aus Wiesbaden, Dimitrov. Die Leute wollen diesen Kampf auch sehen, aber leider ist Thomas verletzt. Aber weil der Amerikaner nicht gekommen ist, bekommt Deutschland den Sieg. So, es steht 2-2 im Moment. Der Sieger dieses Kampfes wird auch der Teamsieger sein. Ne? Ja, Troy Dorsey kommt aus Dallas, Texas. Der ist amtierender Weltmeister in Profis. Der hat 30 Sieger, eine Niederlage, 16 K.O.s. Kur ist sehr schnell. Oh, Dorsey setzt mit vollem Kraft ein, aber Kur punktet sehr schnell. Ja, man muss sagen, das Boxtraining hat ihm sehr gut getan und die Ringerfahrung auch als Boxer ist ihm sehr zugute gekommen. Ja. Er hat sehr an seiner Deckung gearbeitet. Ah, kurzer Ansatz zum Wurf. Der Schiedsrichter ist Lars Mortensen aus Schweden. Er ist einer der Hauptschiedsrichter von der PKO. Und die Punktrichter sind Dr. Ennio Falzoni aus Italien, Benny Hedlund aus Schweden und Klaus Friedhaber aus Mannheim. Ja, endlich liegen die Fäuste Kurs ein bisschen tiefer. Zu oft trifft er nur den Kopf oben, damit den Kopfschutz. Das gibt zwar Punkte, aber hat natürlich eine stark verminderte Wirkung. Das wird auch schon durch laute Rufe aus der deutschen Ecke moniert. Dorsey marschiert immer nur nach vorn. Hat überhaupt keinen Respekt. Schöne Linke von Dorsey im Ziel eben. Oh, ein Drehstoß. Das ist der stärkste Fußstoß, den es gibt. Vielleicht ein paar Worte zu Michael Kur. Wie gesagt, er stammt aus Berlin. Er hat in seiner Laufbahn bisher 59 Siege. Denen stehen 11 Niederlagen gegenüber. Er hat 20 Mal durch Knockout gewonnen. Oh ja, hier ein fantastischer Fußfeger. Sehr gut gesehen von Troy Dorsey. Dorsey ist sehr vielseitig. Er kickt, boxt und werft auch sehr viel Fake mit dem Fuß. Und wie er in dem Interview schon andeutete, er ist auf eine endgültige Entscheidung aus. Jetzt versucht er wieder, den Fußfeger. Eine Warnung von dem Schiedsrichter.
Man darf den Schuh nur treffen, nicht über den Schuh, nicht die Wade. Jetzt habe ich Dorsey ein bisschen vorn. Schön reagiert von Kur. Aber nicht getroffen. Nicht getroffen, nein. Sehr gut. Kur bewegt sich sehr gut. Ja. Und sehr präzise, die Schläge. Jetzt bekommt er eine Warnung. Es war zu hoch, meint der Schiedsrichter Martinson. Gute Kombination von Kur. Guter Kontraschlag von Kur. Ja, Kur bewegt sich sehr gut. Dorsey versucht, ihn eben in die Ecke zu treiben. Ne? Ja, das ist das Ende der dritten Runde. Ich glaube, diese Runde war mehr oder weniger ausgeglichen. Schön, dieser immer reinstechende linke Jab von Kur. Kur hat leider eine Fußverletzung und normalerweise macht er viel mehr mit den Beinen. Aber ich muss sagen, er kämpft hier sehr diszipliniert. Ja, sehr diszipliniert. Denn es kommt bei einem Gegner wie Dorsey sicherlich darauf an, sich den Mann erst mal vom Leib zu halten, um dann hart zu kontern. Kur wollte gegen Dorsey kämpfen. Ich habe ihn gefragt, warum wirst du gegen den Nummer 1 auf der Welt kämpfen in deinem Heimatstaat? Er hat gesagt, ja, ich will alle Berliner zeigen, dass ich nicht gegen Farlops kämpfe. Eine sehr sportliche Einstellung. Ja, ich hätte einen anderen ausgesucht, ne? Sehr schön. Ja, Kur ist blitzschnell. Hakenstoß. Haken von Kur. Dorsey hat ein bisschen von seinem anfänglichen Elan verloren. Aber jetzt marschiert er wieder. Harter Schläger. Oben, unten. Oh, aber das Kur war, antwortet. Das hervorragend. Das war ein Leberhaken. Ja. Da hat der Dorsey erwischt, der Leberhaken. Dorsey zeigt ganz eindeutig jetzt. Ja, der ist verletzt. Wirkung. Dorsey zeigt eindeutig Wirkung. Kur scheint jetzt seine Chance zu wieder. Er punktet und punktet. Hervorragend. Oh, das war ein toller Leberhaken von Kur. Und wie man sah, jetzt werden wir es vielleicht in Zeitlupe sehen. Da ist es. Gleich auf die Leber. Und ein Kick mit dem linken Fuß zum Kopf. Oh, schön. Ja, ich würde sagen, diese Runde geht eindeutig an Michael Kur. Ja, jetzt ist kommt der fünfte Runde, letzte Runde. Und der ganze Mannschaftspokal steht auf diesen Runde. Wenn Kur gewinnt, ist Deutschland der Sieger. Wenn Dorsey gewinnt, ist USA der Sieger. Jetzt geht's los. Und Kur scheint viel schneller zu sein, viel frischer. Und frischer, auch wieder ein Leberhaken. Ja, die 5.500 Leute, wollte ich sagen, in der Halle toben. Man kann das hier oben gar nicht so gut hören, aber es ist da unten die Hölle los, der Saal kocht. Ich habe es noch nie so laut gehört. Das hilft Kur natürlich sehr, sehr viel. Ja, Dorsey hat keinen Dampf mehr. Kur kämpft sehr, sehr clever jetzt. Aha. Als hätte er es gehört, kam sofort die Antwort von Dorsey.